Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, und heute mit den Deutschen. Stopp. Ganz, ganz kurz und knapp. Ja, es läuft gerade erstaunlich gut, ne? Klopf auf Holz, sagt man ja so schön. Und ich dachte mir, dann nehme ich einfach noch ein paar Folgen im Voraus auf. Dann kommen auf jeden Fall, habe ich keine Probleme irgendwie mit Folgenknappheit oder sonst was. Ja, wird gut. Und wenn das jetzt, wie gesagt, die Runden sind in letzter Zeit gar nicht so abschlussreich, also heute, gar nicht so abschlussreich, aber trotzdem sehr, sehr spannend und unterhaltsam. Hoffe ich zumindest, ne? Das kann ich natürlich ganz schwer beurteilen. Außer ich gucke meine Videos selbst, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie seltsam. Es fällt einem tatsächlich gar nicht so auf, ne? Also, ich weiß ja nicht, wenn jemand von euch Videos macht, guckt die einfach mal selbst. Oder man guckt ja automatisch ab und zu selbst, wenn man am Schneiden ist oder wenn man guckt, ob der Ton drin ist oder so. Weil man hört sich ja natürlich in dem Video komplett anders an, als jetzt, als man sich quasi selbst hört. Das heißt, es hört sich quasi an, als würde erstens ein anderer sprechen und zweitens, wenn sich das quasi nochmal in Ruhe einfach anguckt, ist es nochmal was komplett anderes, als wenn man quasi gleich spielt und kommentiert auf einmal. Oh, guck, der T34 hat den M18 komplett weggerammt, hat sich aber entschuldigt. So, Leute, es kann auch so gehen. Gleich mal Idiot in den Chat geschrieben. Wenn ich hier rausfahre, bin ich tot, ne? Wo ist die M18 denn? Gut, hat sich gerade eben erledigt. Ist mir egal, wo die M18 hin ist. ja. Übrigens, das Ding hat voll wenig Durchschlagskraft. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ja, Berlin ist ja so schon eine Kackkarte. Also, gut. Vielleicht mag irgendjemand diese Karte, ich nicht. Und dann den einzigen Punkt da in die Mitte zu setzen, ist ein bisschen asozial. Das ist ja fast so schlimm, als würde man den einzigen Punkt da bei dem beim Reichstag hinsetzen. Das wäre auch ziemlich scheiße. Sag ich jetzt mal so. Steht hier oben eigentlich jemand drauf? Nein. Das ist gut. Machen wir nämlich folgendes. Wir stellen uns hier so hin. Dem. Ganz sneaky. Dann können wir nämlich folgendes machen. Auf die S2 dahin zu schießen. Bums. Und das Tolle ist, unser Richtschütze und Fahrer und so weiter und so fort, also die Seite, in die man häufig fröhlich mal reinschießt, bei so einem stummen Geschütz, die ist geschützt. Durch das Wrack. Das ist ziemlich cool. Bums. Boah, Alter, gleich zerstört. Ja, läuft. Das ist mir gerade mal eben so aufgefallen. Das ist nämlich ziemlich cool. Die ist einfach geschützt. Oh, das ist nice. Puh, alles klar. Die Stuck ist mal wieder hart am Abgeben, würde ich sagen. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Merke ich jetzt erst. Also mit der Stuck kann man sich hier oben wunderbar hinstellen. Weil man hat ja sonst immer das Problem mit so einer Stuck, dass man halt wirklich instant rausgenommen werden kann. Hätte er getroffen, wäre es auch so ein kleines Wunder gewesen. Was geht? Hier, ihr seht das? Ich habe zwar jetzt einen in mein Getriebe gekriegt, aber ansonsten ist mir nichts passiert. Das ist sehr, 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 sehr praktisch. Achso, vielleicht sollte ich mal reparieren. Ist aber nur so eine Idee, die ich mal habe. Ja, da hinten ist wieder so ein 8,8 cm Tickflack. Jo, aber wenn das so weitergeht, habe ich trotzdem ein Problem. Wahrscheinlich schießt der T34 da fröhlich auf mich. Ich werde mich, sobald ich gleich repariert bin, mal fröhlich zurückziehen. Wahrscheinlich ist das die 8,8 Packflack. Och Gott, was schießt denn hier auf? Ich würde gerne mal wissen, was auf mich schießt. Ah, jetzt hat er meinen Fahrer, sehr schön. Nee, es kommt von da. Es ist wahrscheinlich tatsächlich der T34. Rückwärtsgang. Ah, hä? Rückwärtsgang! Achso. Der hat mir schon wieder mein... Och Gott, im Himmel, der hat mir schon wieder mein scheiß Getriebe zerstört. Kann der erstmal lassen. Aber da die 8,8 cm Flak die ganze Zeit da hinten rumsteht, habe ich schon fast den Verdacht, dass die auf mich schießt. Das Blöde an dieser Position ist im Übrigen auch,
Wenn einem das Getriebe kaputt geht, kann man sich nicht drehen, um auf den T-34 zu schießen. Der jetzt wahrscheinlich irgendwo das Zeitliche gesegnet hat, denn er schießt nicht mehr. Ja, ich weiß, Kombinationsgabe, das ist schon, das war schon immer meine Stärke. So, kriege ich vielleicht den M3 dahin. Komm. Alles klar, alles klar. Diese Position ist überhaupt nicht OP. Gut. Ich möchte nur mal erwähnen, das Sturmgeschütz ist sowieso schon echt stark. Ich fahre das sehr, sehr gern. Ein bisschen nachjustieren. Und dann... Bums! Oh oh. Auf was schießt der? Hoffentlich nicht auf mich. Ich glaube, mein Ladenschütze ist tot. Ich möchte das mal kurz... Oh, jetzt ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr tot. Ach, die 8,8 cm. Fuck, flack. Ich kann aber fahren, ne? Nee, ich kann nicht fahren. Schade. Ich kann nicht schießen, ich kann nicht fahren. Das ist eine blöde Ausgangssituation. Dim, 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 dim. Und weg. Achso, jetzt wollte ich gerade mal Ladeschützen ersetzen. Bis ich gerade festgestellt habe, dass das gar nicht mehr geht. Schön. Läuft. Jetzt will ich aber die Ausführung M. Boom. Oh Gott. Ernsthaft? Och, Mann. Oder, oh, den M3. Ich meine, den habe ich schon einen kompletten Turm rausgesammelt. Wenn ich dem jetzt nochmal den kompletten Turm raussammle, könnte das was werden. Also entweder will ich den M3 oder in Ausführung M. Ich glaube, ich kriege beides nicht und werde gleich drauf gehen. Ist aber nur so eine Vermutung. Ha! Endlich habe ich den mal schön in den Turm gesammelt. Oder mal Zeit. Der... Nein! Marder? Okay. Marder! Ja, doch, doch. Okay, den habe ich das ganze Match über nicht gesehen. Gut, nehmen wir mal so hin. Ja, der Marder ist, geht jetzt auch drauf. Wunderbar. Was fahren wir denn jetzt? Marder? Ja, schon witzig, ne? Wir fahren Marder. Ich möchte mal kurz auf den... Warte, ich möchte mal ganz kurz auf den Chat eingehen. What? Morons Cap A. Was sind denn Morons, Morons, Moraden, was auch immer. Okay. Klar. Hätte jetzt Faggots geschrieben oder so, hätte ich gesagt, okay, kenne ich, ne? Aber Morons? Kann mir da irgendjemand helfen? Ist mir bis jetzt noch nicht ganz so bekannt. Aber wir versuchen mal wieder ein bisschen rumzucampen. Da kann ich gut. Das kenne ich gut. So. Wahrscheinlich treffe ich sowieso nichts. Nein. Ach, komm. Der M3, warum würde mir eigentlich nur blassgelb angezeigt, wenn ich auf den schießen kann? Warum treffe ich den nicht? Wahrscheinlich steht... Warum? Nee, ich weiß wirklich nicht. Hä? Ja, denn eben nicht. Verstehe ich nicht. Treffe ich halt die Su-122. Bums. Ja. Wow. Jetzt der M3, der M3, denn... Ah. Haben will. Ach, das gibt's doch nicht. Blöde, hässliche M3. Kann ich den jetzt endlich kriegen? Ich habe den schon so schön weich gekocht. Mann, das ist unfair. Das war mein M3 und den kriegt sonst niemand, ja? Haben wir uns ja ganz klar verstanden. Der möchte auch gerade irgendwie nicht stehen bleiben, ne? Übrigens, wir haben das Match gewonnen natürlich gerade. Jetzt hast du den M3 doch zersammelt. Na gut. Ja, dann war doch eigentlich ganz spaßig. Hier oben auf dem Berg. Gut, das mit dem F2 am Anfang lief jetzt nicht ganz so gut. Jo, können wir jetzt? Danke. Was? Platz 5? Finde ich jetzt doof. Also ich finde, so ein paar Punkte hätten sie mir schon mehr geben können. So. So, komm, gib mir den Medaillenklimpsel.
Sehr schön. Und da die Folge exakt 10 Minuten ist, hängen wir noch was hinten dran. Komm. Noch eine. Aber die, ich habe gerade nachgeguckt, die war exakt 10 Minuten. Ja, und das kann ich natürlich nicht so stehen lassen. Wir müssen mindestens auf 10 Minuten 3 kommen. Ihr wisst schon, wegen der Werbung. Hä? Nein. Das wäre es auch mal. Einfach das ganze Video einfach mit Werbung voll klatschen. Mal gucken, wie viel ich verdienen würde. Wahrscheinlich 10 Cent. Ach, naja. Ich glaube, mit YouTube werde ich sowieso nichts verdienen, aber... Naja, man verdient ja immer was, aber ich sag jetzt mal... Ha! Das ist... gering. Vor allem, das Witzige ist, man hat ja immer so ein... Bei YouTube funktioniert das so. Wie heißt es? Ich glaube, AdSense. Da hast du da quasi dein Konto... Wie soll man sein Kontostand, der ist bei, weiß ich nicht wie viel Euro, davon glaube ich gar nicht erzählen. Ja, und das wird dir aber erst ausgezahlt, ich glaube ab einer Höhe von 70 Euro. Was bedeutet, selbst wenn du da 50 Euro in 5 Jahren mal irgendwann zusammen hast, kommst du an das Geld nicht dran. Ja, das fand ich auch sehr spannend. Ich bin übrigens wahrscheinlich einer der wenigen, der sich tatsächlich den YouTube-Lizenzvertrag durchgelesen hat. Ne? Sollte man vielleicht übrigens machen, wenn man YouTube anfängt. Nur so eine Idee. Vor allen Dingen, wenn man mit sowas hantiert wie Geld oder ähnliches. Ja. Da steht nämlich unter anderem drin, dass man seine YouTube-Analytics nicht zeigen darf. Und, naja. Ich will jetzt nicht sagen, dass viele YouTuber das schon ab und zu mal gemacht haben. Aber gut. Ich meine, das steht in dem Lizenzvertrag drin. Ja, wenn niemand den liest, kann eher nichts dafür. Scheint aber anscheinend auch nicht so gravierend zu sein, denn da ist ja anscheinend noch nichts passiert. So. Wollen wir mal. Apropos, da ist anscheinend noch nichts passiert. Hier passiert anscheinend auch nichts. Ich hätte es eigentlich befürchtet, dass jetzt gleich hier irgendwo so ein Panzer um die Ecke krochen. Da ist er doch schon. Bums. Nachladen. Bums. Ich hatte eigentlich erwartet, dass da ein T-50 um die Ecke... Also, gut. Ich hatte erwartet, dass ein Panzer um die Ecke kommt. Kam auch ein Panzer um die Ecke. Ja? Man muss halt nur gut raten können. Schon hat man einen Kill. Ne? So einfach... Oh Gott. So einfach geht das. Scheiße. Ach Gott, ich dachte, der schießt nicht durchs... Ne? Ich dachte mir so, ja, der schießt nicht durchs Haus. Der schießt doch durchs Haus. Immerhin, ich habe in dem F2 schon mehr Kills gemacht als in der letzten Runde. Ne? Also, ich möchte das bitte hoch angerechnet bekommen. So. Nein, so knapp. Ich wollte gerade sagen, du steckst nicht in deinem blöden Bomber. Wie kann der bitte jetzt schon Bomber haben? Sagen wir, was ist denn da los? What? Da hat schon jemand 3 Kills. Leute, was macht ihr? Hört auf zu sterben. Das ist nicht gut. Habe ich mir sagen lassen von Experten. So. Ja, weiter. Meine Stimme. So. Ja. Hab kurz meine Stimme wiedergeholt. Soll jetzt passen. So, Dille. Was steht denn da? Ich sehe es leider nur auf der Karte und nicht... Das ist immer das Geile. Man sieht es auf der Karte, aber man sieht es hier nicht. Hä? Was? Och Gott, da kommt hier so ein blödes Flugzeug, das mir auf die Nerven gehen will. Okay, ich versuche jetzt was, das wird hundertprozentig schief gehen. Das geht nicht schief, what? Moin. Okay. Dinge passieren. Wow. Klar. Ich bin natürlich jetzt nicht drauf gefahren, ohne irgendwie auch die Hoffnung zu haben, dass das doch funktioniert. Ich habe halt gehofft, dass er tatsächlich irgendwo hinzielt und mich nicht sieht oder nicht auf die Karte guckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, war gering, aber sie war da. Sagen wir so. Wie gesagt, einfach nur suizidmäßig drauf gefahren wäre ich jetzt nicht, aber... Ich sag jetzt mal so, die sicherste und normalste Spielweise wissen sie jetzt nicht. Also, dass das geklappt hat, war Glück. Das war einfach nur pures Glück. Scheiße. Der hat mich gesehen.
So. Das war blöd. Für mich. Der hat sich aber erstmal prompt zurückgezogen. Warum auch immer. Der hat mir gerade meinen Richtschützen, meine Ladenschützen und meinen Kommandanten rausgeschossen. Warum er sich jetzt zurückzieht, weiß ich nicht. Oh Gott, das war's. Ja. Warum kommst du denn auch wieder vor, wenn ich gerade am Runterfahren bin? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Runde verlieren wir sowieso. Das nur mal an der Stelle. Weiß ich nicht, will ich die Stu? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht, aber was soll's. Ja, irgendwas auf Russisch, juhu. So, gerade eben haben wir ein Stück aufgeräumt, jetzt wird Zeit mit der Stu aufzuräumen. Das wird jetzt try hard. So. Haben sie jetzt keine Chance gegen mich und meine Stu. Oh, da steht schon wieder ein T-34. Ist das der gleiche Spieler, der sich auf die gleiche Position gestellt hat? Oh, wow. Oh, wow. Ja, wow. Wow. Das lief gut. Hätte ich gewusst, dass da noch zwei andere Jäger einsteigen, dann hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Ja, genau. Ich verschwinde genau in dem Moment, als ich auf die ziehen will. Genau, und dann kommt noch ein T-34 von... Ach, komm. Das ist nicht fair. Aber ich weiß, was da auf der Brücke steht, und zwar ein Marder. Und wenn der keine Ahnung hat, wie man schießt, oder nicht schnell genug schießt, dann ist er dran. Na, was habe ich gesagt? Komm her. Für dich reiß gerade noch. Hallo. Wow, der hat dreimal auf mich geschossen und hat mich nicht kaputt gekriegt. Ich würde sagen, das ist ein gutes Ergebnis. Das ist fies. So. Ich will mal so Marder sagen, ist aber gar kein Essen. Pack, aber ist egal. Eine Pack mal kurz mit einer Stu 42 aus nächster Nähe weggeschossen. Kann man mal machen. So, wir versuchen das Ganze nochmal. Und es klappt wieder. Gut. Scheint irgendwie ganz gut zu funktionieren. Das Ding hat mir den Fahrer ausgeschossen. Das ist jetzt weniger gut. Okay, das war wieder witzig. Das war wieder witzig. Doch, durchaus, ich konnte lachen. Boah, was ein Tempo. KV1 in H1. Achso. Ah, okay, ich verstehe. Hä? Es gibt gar kein H1. I mean H9. Okay, das ist realistischer, ja. Ach, ein Spawncamp. Ah, er hat gerade ein Spawncamp angezeigt. Ja, das kann ich verstehen. Hier nicht ins Flugzeug. Oh Gott. Ja, wenn man schon hier so vorfährt, dann würde ich auch auf den Punkt fahren. Aber gut. Noch Flugzeug. Noch Flugzeug. Komm. Gas. Gut, ich fahre hier die ganze Zeit mit dem kaputten Getriebe, aber das Match ist sowieso rum. Ja, außer jemand erobert jetzt noch Punkt A und B. Aber, Punkt A und C. Dim, 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 dim. Ja, das waren noch zwei Runden, die waren, ich sag mal, sie waren okay. Aber ich glaube, sie waren ganz unterhaltsam. Ich glaube, da kann man sich jetzt nicht beklagen. Hoffe ich. Wenn doch, dann könnt ihr das hier in die Kommentare schreiben. Platz 1 im Team, 4 Abschlüsse. Waren das wirklich 4 Abschüsse? Okay. Habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ja klar, die beste Staffel, also wie ich mich mit meinem Kollegen abgesprochen habe, dem Ralfo Popo. Also mit meinem random Teamkollegen, da war schon, allererste Sahne. So. Gut. Gut, meine Stimme. Mensch, die ist weg. So. So. Was wollte ich sagen? Achso, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und über einen Kommentar freuen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.